Hallo zusammen, ich bin Wolfgang vom E-Bike-Haus am Johannesplatz in Leipzig und ich habe ein paar kurze Zwischeninfos zum Stand von Profete und der Insolvenz. Zum einen, diese Woche kamen die ersten Ersatzteile bei uns an. Hier liegt ein Akku, den haben wir heute von Profete bekommen. Den kriegt ein Kunde von uns, bei dem irgendwas nicht in Ordnung war. Das sind gute Sachen. Als Händler können wir wieder Ersatzteile bestellen, wir können also Reparaturen durchführen. Jetzt ist noch die Frage, wie sieht es mit den Bezahlungen von den Reparaturen aus? Grundsätzlich können wir derzeit nur Reparaturen durchführen, wenn die Kunden die Reparaturen bezahlen. Aber gerade in der Minute kam eine Mail von Profete rein und es scheint sich ein bisschen was zu bewegen. Ich muss hier ein bisschen auf den Monitor gucken, weil es ein bisschen verworren formuliert ist, aber wir kommen dahinter. Also, die Abwicklung bei Garantie- und Gewährleistungsreparaturen sieht jetzt wie folgendermaßen aus. Wenn ihr ein Problem mit den Fahrrädern habt, könnt ihr zu uns kommen. Wir können über das Portal bei Profete einen Antrag stellen, dass eure Garantiereparatur übernommen wird. Es ist dann nicht sicher, dass sie freigegeben wird, aber sie kann freigegeben werden. Wenn Profete uns dann sagt, wir können die Reparatur auf deren Kosten übernehmen, dann dürfen wir das und ihr bekommt die Reparatur als Garantie- oder Gewährleistungsreparatur bei Profete kostenlos. Ja. Das sind gute News, wie ich finde, und damit ein schönes Wochenende für euch. Hallo, danke, dass ihr unser Video geschaut habt. Jetzt soll ich euch noch drei Dinge mit auf den Weg geben. Aktiviert die Glocke, abonniert den Kanal und lasst ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Hat euch das Video nicht gefallen, dann aktiviert die Glocke, abonniert den Kanal und lasst ein Like da. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.